Ob verflossene Liebe, schlecht gemacht oder mit Rechtschreibfehlern. Es gibt viele Gründe, warum das wieder weg soll, was einst für die Ewigkeit gemacht war. Auch Moritz Tschischkale aus Kassel bereut sein Tattoo, das er sich vor 4 Jahren hat stechen lassen. Einen Kussmund auf der Schulter. Das war halt witzig, ne? Gerade 18 geworden und dann gleich tätowiert. Und halt ein Joke war das. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, es geht ja gar nicht mehr ab. Ne? Er kommt schon zur 4. Laserbehandlung nach Kelkheim. Jedes Mal wird sein Tattoo heller. Die schmerzhafte Behandlung dauert nur gut 1 Minute. Der Laser trifft mit Hochgeschwindigkeit auf die Farbmoleküle und zerschießt sie. In Deutschland ist etwa jeder 10. tätowiert. In Hessen mehr als 500.000. Karin Schädelbauer kommt extra aus München angereist zu ihrer 9. und letzten Behandlung. Sie ist Schauspielerin und Tänzerin an der Staatsoper. Ihren Nordstern am Handgelenk musste sie an der Arbeit jedes Mal verdecken oder abschminken. Für mich stand er für die Hoffnung, weil der war Nordstern, ganz klassisch, mit Grün eingefärbt. Und Grün ist ja die Farbe der Hoffnung. Es war damals meine Zeit und damals war das extrem gut und richtig und wichtig, diesen Schritt zu gehen. Aber genauso richtig und wichtig war der Schritt, ihn jetzt wieder rückgängig zu machen. Der sogenannte Pikosekundenlaser erzeugt Lichtimpulse im 750 Billionstel Sekundentakt. Beim Zersprengen der Farbpigmente entsteht Hitze, eine schmerzhafte Prozedur. Vom Schmerzempfinden her würde ich sagen, ist das Weglasern lassen ungefähr 3-mal so intensiv wie das Tätowieren. 30 Patienten behandelt Matthias Bonschkowitz jede Woche. Jetzt im Herbst kommen viele, die sich an Strand und Schwimmbad über ihre Tattoos geärgert haben. Im Herbst geht dann eigentlich die Saison des Laserns wieder los. Man darf ja auch während der Sonneneinstrahlung nicht lasern. Man sollte auch dunkle Haut nicht lasern. Und auch während der ganzen Behandlungsphase sollte man die Sonne meiden. Carsten Kunz aus Karlsruhe ist regelmäßig hier. Er lässt sich beide Arme behandeln. Nach 25 Lasersitzungen ist bereits ein großer Teil der Farbe verschwunden. An diesem Tattoo hatte er noch nie wirklich Freude. Also die Vorlage, die ich der Tätowiererin gebracht habe, die hat ja ganz anders da ausgesehen. Und wenn die das so gestochen hat, und sie hat mir ja auch zugesagt, sie sticht das so, dann hätte ich das auf jeden Fall draufgelassen. Nur das war halt nicht so und ja. Das stört dann, wenn du morgens aufstehst und du stehst vorm Spiegel und so, dann stört dich das. Und zwischen 100 und 250 Euro kostet eine Behandlung. Der Pikosekundenlaser arbeitet zwar deutlich effektiver als ältere Laser, das Entfernen eines Tattoos bleibt aber dennoch deutlich langwieriger, teurer und schmerzhafter als das Stechen.